Um die Region rund um den Dachstein zu erkunden, kommt es je nach Jahreszeit vor, dass die gewünschte Unterkunft direkt in der Steiermark oder noch an den Rändern des Salzburger Landes liegen kann. Beide Regionen faszinieren durch unglaublich schöne Natur und Aussichtspunkten in atemberaubender Höhe. Als Ausgangspunkt für meine Aktionen fand ich kurz außerhalb von Radstadt, noch im Salzburger Land gelegen, eine Pension, die mir alles nach meinen Vorstellungen bot und gleichzeitig nach allen Richtungen viele Ausflugsziele erreichbar sind. Mit Kamera und Stativ lade ich euch nun ein, mit mir einige bekannte Ziele zu verfolgen und schöne Momente zu genießen. Um bereits ein Gefühl für die Gegend zu bekommen, kann man die Reiteralm sehr empfehlen. Mit der Achterseilbahn Bräuneck Jet gelangst du von 780 Metern direkt ins Wander- und Ausflugsziel der Reiteralm. Diese Alm in Pichl-Bräuneck, Gemeinde Schladming, ist ein Skigebiet im oberen Enztal in der Steiermark. Das Skigebiet liegt auf der Nordseite der Gasselhöhe und reicht bis in eine Höhe von 1741 Metern über dem Meeresspiegel. Die Reiteralm, auch Reiteralpe, österreichisch auch Reitersteinberge. Nach dem Ortsteil Reit, der Gemeinde Unken genannt, ist ein bis 2286 Meter über dem Meeresspiegel hohes Tafelgebirge im Berchtesgadener Alpen, in den Bundesländern Bayern in Deutschland und Salzburg in Österreich. Wichtige Gipfel im Bereich der Reiteralm sind das große Häuselhorn mit 2284 Meter und auch der Stadelhorn mit 1860 Meter über den Meeresspiegel. Über anfangs geneigte Felsstufen führt der Klettersteig über schöne Kletterpassagen in der senkrechten Gasselwand und mit Tiefseeblicken zum Ausstieg. Der Ausstiegsbereich befindet sich in unmittelbarer Nähe des bestehenden Reiteralm-Rundwanderweges. Beim Wandern auf der Reiteralm kannst du die Seele baumeln lassen oder du wanderst mit Trittsicherheit und gutem Schuhwerk ca. 3,5 Stunden den Alpiner Rundwanderweg entlang, was dir in der Tat vieles abverlangt. Geh doch an den verschiedensten Punkten durch eine grandiose Aussicht belohnt wird. Ein weiterer Wanderweg ist der sogenannte Breiter Wanderweg zum Spiegelsee. Mit einer Gehzeit von 45 Minuten. Thank you.
Spiegelsee ist eines der beliebtesten Fotomotive in der Region Schladming-Dachstein. Und kein Mensch hätte das von der Natur geschaffene Schauspiel besser inszenieren können. Im mittleren Gasselsee, wie der Spiegelsee eigentlich heißt, spiegelt sich an windstillen Tagen das markante Dreigestirn des Dachsteins. Die Reiteralm ist hervorragend für das Mountainbiken auf den neuen, rund 15 Kilometer langen Strecken geeignet. Schluss darf natürlich eines nicht fehlen. Am Skyline Photo Point wird dein persönliches Sommerhighlight auf der Reiteralm in der Region Schladming-Dachstein unvergesslich. Von der Bürgerbergalm in Radstadt beginnt ein neuer Aufstieg zum Hausberg der Stadt. Zu Fuß und in 3 Stunden Gehzeit geht es auf den Rossbrand und damit auf urigen Wegen bis auf 1770 Meter über den Meeresspiegel. Herrgott, ist die Heimat schön. So lautet die Inschrift des Gipfelkreuzes am Rossbrand auf 1768 Meter über den Meeresspiegel, dem Hausberg von Radstadt. Und das ist wahrhaft nicht übertrieben, denn vom Rossbrand aus bietet sich dem Betrachter ein 360 Grad Panorama auf über 150 markante Alpengipfel. Vom Dachstein über Bischofsmütze, Trennen und Hagengebirge, über Hochkönig, die Hohen Tauern, mit Großglockner und Großvenediger bis hin zu den Radstädter und Schladminger Tauern. Dieser Rundblick ist überwältigend. Der nächste Tag brachte neue Impressionen und nach viel Berg sollte nun mal etwas See erkundet werden. Die Region bietet dem Besucher eine ganze Reihe an interessanten Seen und Wasserfällen. Selbst entschied ich mich für
Zauchensee. Ohne viel Botschaft, aber umso mehr notwendige Erholung und Entspannung. Zauchensee liegt verkehrsbedingt ruhig und eingebettet in eine traumhafte Bergwelt im Talschluss seiner Marktgemeinde Altenmarkt im Pongau. Auf 1350 Metern Seehöhe ist die Luft besonders klar und frisch. Abschließend nun geht es noch zur Gemeinde Ramsau, welche für die TV-Serie Die Bergritter bekannt ist. Bereits auf der Anfahrt kann man Impressionen des Dachsteinmassivs bestaunen. Das die Ramsau umgebende Hochplateau liegt auf einer Seehöhe von 1100 bis 1700 Metern, unmittelbar an die Südwände des Dachsteinmassives anschließend. Der nördlich gelegene Dachsteingletscher mit seinem Ganzjahresskigebiet, das Skigebiet Dachsteingletscher, ist der höchste Gletscher der Alpen. Von der Ramsau aus sieht man das Panorama des Dachsteinmassivs. Ramsau am Dachstein ist eine Gemeinde mit 2800 Einwohnern. In der Expositur Gröbming im Bezirk Liezen im österreichischen Bundesland Steiermark. Mit etwa 6500 Gästebetten ist sie die größte Tourismusgemeinde der Steiermark. Für diejenigen, die die Gegend bereits kennen, könnten diese gesammelten Bilder eine Auffrischung der Erinnerungen auslösen und für Neuentdecker kann es zu dem Entschluss führen, diese Region einmal zu besuchen.